Unser Manga-Titel heute heißt Gannibal und wie man am Cover schon ahnen kann, es geht um Gannibalen. Der Verlag, das ist das, kann man vielleicht auch mal darauf hinweisen, das Hayabusa-Label, das relativ frisch vom Carlsen Verlag, wo der Carlsen Verlag so seine etwas erwachseneren Titel zusammenfasst, um von den typischen Mangas mit den Kulleraugen und so ein bisschen zu separieren. Weil wir haben ja auch, selbst wir, die wir uns in dem Medium relativ gut auskennen, haben ja immer das Problem, was lohnt es sich zu lesen bei so ganz vielen. Und bei Mangas kann man eben auch nicht erst 20 Bände lesen, bevor man dann vielleicht feststellt, eignet sich doch nicht. Von daher ist so ein Label, wo man weiß, geht eher in die Richtung von erwachsenen Lesern oder älteren Jugendlichen, wie auch immer. Wird ja auch erst ab 16 empfohlen. Wird ab 16 empfohlen. 16 plus. Es wird unter der Sparte Horror angeboten. Ich weiß nicht, was in den letzten, also der ist beendet nach 13 Bänden. Es sind 9 Bände erschienen. Ich habe 6 gelesen und du hast, glaube ich, sogar 7 gelesen, Stefan? Mhm. 7, okay. Ich also, auch. Du auch 7? Na, 6,5. Okay. Also wir wissen nicht, was noch Grausames kommt, aber bis dahin ist eigentlich eher ein Thriller mit gewissen Horrorelementen, also ein Horrorcomic so im reinsten Sinne ist nicht. Nee. Und er handelt von einem Polizisten und seiner Familie. Hier sehen wir sie einmal glückselig. Er ist Polizist in einer Großstadt gewesen und hatte, was so in Rückblicken erzählt wird, was wir nicht so ganz durchschauen können, aber bei der Jagd nach einem Serienkiller ist irgendwie seine kleine Tochter involviert worden und traumatisiert worden. Und man hat also beschlossen, aufs Land zu ziehen, also weg aus der Großstadt und dieser schweren Kriminalität ins ländliche Japan, wo er quasi der einzige Dorfpolizist ist und einen Kollegen beerbt, der ums Leben gekommen ist. Und wir wissen nicht so genau oder wir ahnen sehr schnell, dass es da nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, dass sein Kollege verstorben ist. Und es wird aus dieser Dorfidylle wird es immer etwas dramatischer, weil eine Familie Goto eine Rolle spielt, die im Zypressenholzhandel ist und denen die Wälder der Umgebung gehören. Bei Wald zucken wir natürlich schon gleich zusammen. Ein Horrortitel im Wald. Und diese Dorfbewohner, die zunächst extrem freundlich sind und Lebensmittel vorbeibringen und sie willkommen heißen, benehmen sich aber auch immer seltsamer, weil sie die Neuankömmlinge, die Familie, sehr stark kontrollieren. Sie scheinen also überall jeden Schritt, den sie da gehen in dem Dorf, scheint von irgendjemandem dieser Dorfgemeinschaft kontrolliert zu werden. Und das ist jetzt kein Spoiler, der Titel, der so wie Kannibalen klingt, hat eine Bedeutung, aber nicht so im Sinne einer Zombie-Apokalypse, sondern eher im Sinne einer sehr komischen Hinterwäldler-Volkstradition, dass offensichtlich einmal im Jahr ein Volksfest begangen wird, wo ein Kind geopfert wird, wo dann die Goto-Familie auch mal kräftig zubeißt. Und das entfaltet sich so ganz langsam, weil der Polizist Kontakt zu Personen kriegt, die ihn darauf hinweisen oder die dieses Ritual überlebt haben oder die das Dorf verlassen haben. Oder auch Mitglieder der Familie Goto selber, die der Meinung sind, dass diese uralten Rituale sich langsam erübrigt haben und man dagegen was tun muss. Und diese Situation, die wir von anderen Filmen kennen, also dieser einsame Polizist ist so ein bisschen High Noon-mäßig gegen dieses Dorf und gegen diese Goto-Familie, kriegt dann natürlich so eine bedrückende Dynamik, einer gegen alle, mit, wie im Manga üblich, verblüffenden Wendungen, Dingen, die man so zunächst nicht erwartet hat. Und das macht ihn zu so einer, würde ich sagen, Guilty Pleasure. Das hat jetzt nicht so viel mit unserer Gegenwart zu tun und wir lernen nichts Politisches, aber es macht einfach spannenden Spaß, das zu lesen. Und da 13 Bände in Summe dann auch noch relativ überschaubar sind, das wird also nicht so eine Endlosserie von 30, 50, weiß nicht was, sondern es findet ein Ende, nicht so wie One Piece, wo man ganze Regale für leer machen muss, um das da reinzustellen. Also für erwachsene Leser, die gerne Spannung und ein bisschen Horror haben und Mangas lesen, Empfehlung von mir. Ja,
Ich habe 6,5 Bände gelesen. Das ist, glaube ich, das allererste Mal in der Geschichte des Comicstreits, dass ich bei einem Manga... Ich nehme das zu Protokoll. Ja, bitte. Also ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich werde auch weiterlesen, denn ich finde die Story wirklich catchy. Also das ist auf jeden Fall so, dass wenn man den Cliffhanger am Ende eines Bandes hat, dass man dann auf jeden Fall weiterlesen möchte. Die haben ein sehr schönes U-Bahn-Format. Passt auch gut, wenn die Bahn mal zu spät kommt oder so, dann hat man direkt einen durch. Da kann man sich schon den zweiten dann auch gerne mitnehmen. Also kann man relativ schnell lesen, wenn man möchte, muss man aber nicht. Zur Geschichte will ich jetzt auch gar nicht so viel sagen. Ich finde irgendwie alle unsympathisch. Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen Sinn der Sache. Ich konnte nicht herausfinden, wie alt dieses Kind ist, bis eine Geburtstagstorte da war, wo 9 Kerzen drauf waren. Das lässt mich annehmen, dass dieses Kind 9 Jahre alt ist, was ich für die, nicht nur hier, sondern auch. Was für diese Serienkiller-Geschichte, die Alexander gerade eben gesagt hat, das hat so ein Pädophil, das ist so in die pädophile Richtung auch angesiedelt. Das heißt, da wäre das schon ganz interessant gewesen, das halt inhaltlich mal so ein bisschen einzuordnen, finde ich. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Wie gesagt, wenn es mich bei Stange hält, dann ist es auf jeden Fall unterhaltsam und spannend. Das Einzige, was ich nicht so cool finde, ist der Umgang des Mannes mit seiner Ehefrau, muss ich sagen. Also vielleicht wird das, wie gesagt, in den nächsten 6 Bänden noch besser. Bisher ist er extrem respektlos, was dieser Lone-Wolf-Geschichte, aber die Alexander natürlich auch gerade beschrieben hat, zugutekommt. Das ist charaktermäßig natürlich so, ne, er gegen alle und ne, ah ja, Familie habe ich. Denkt er auch ab und zu mal dran, wenn es dramatisch wird, sagt er, ah ja, ich habe eine Familie, zu der ich nach Hause kommen muss. Also er hat sie schon im Kopf, aber er vergisst den Geburtstag von seiner Tochter, was natürlich auch für die Geschichte wichtig ist und ähnliches. Und was mir in den ersten beiden Bänden aufgefallen ist, was ich jetzt auch dann einmal kurz anmerken möchte, ist es nicht so eklatant wie die Hupendiskussion, die wir bei den Insekten hatten. Beim letzten Mal definitiv nicht. Diese Frau, bevor sie einen Charakter erhält, ja, also bevor wir mehr irgendwie in die Geschichte reingehen, sagt der Mann zweimal völlig unnötig, dass sie ja so schöne Brüste hat und auf denen man sich ausruhen kann und so. Und das sagt nichts für die Geschichte, gar nichts für die Geschichte. Und das hat mich so rausgeholt, ich dachte mir so, warum wird diese Frau, die wir noch gar nicht kennen, die noch gar keinen Charakter hat, die noch keinen Job hat, keine Aufgabe hat, warum wird die jetzt auf einmal auf ihre Brüste reduziert, die wir dann natürlich auch sehen irgendwann, weil gespannert wird durch ein Fenster. Ja. Wir sehen sie. Hat Alexander überblättert. Ich war so beseelt von Fangirl. Ja, aber das ist halt was anderes. Ne? Bei Fangirl haben wir halt wirklich diesen Stil, wo wir alle wissen, dass das respektvoll ist und das Fangirl das auch selbstbewusst macht und so. Und da ist es, die Frau wird wieder durchs Fenster gespannert und wir haben diese dicken Hupen, auf die sie halt vorher reduziert wurde. Das fand ich ein bisschen schade. Ist jetzt bisher nicht mehr weitergekommen in den anderen Bänden, deswegen nehme ich an, sich irgendwann verläuft. Wenn wir jetzt aus Gleichberechtigung auch noch ein paar andere Dinge gesehen hätten, zum Beispiel von den zahllosen, sehr, sehr vielen Männern, die in diesem Manga drin sind, dann hätte ich mich nicht beschwert. Da wissen wir aber ja aus unserer Anime-Ausstellung, dass das historisch nicht so oft dargestellt wurde von Männern. Deswegen denke ich, ist das in Ordnung. Ja. Wurde doch immer ausgespart. Ja. Hast du uns erklärt? Ja, aber bei Frauen wie von Männern, nicht nur von Männern. Ja, dann ist es Mist einfach. Weil wird alles weggepixelt. Also Geschichte super und so, ne, das ist echt Meckern auf hohem Niveau, aber das hat mich echt gestört, die ersten 3 Bände. Mhm. Der Stefan sagt erst was und dann sage ich was. Gut, gerne. Also das ist mir nicht so brutal aufgefallen, aber ich bin halt auch ein alter weißer Mann, ich gebe es zu. Was ich spannend fand, nach dem ersten Band habe ich mir gedacht, da sollen noch 12 Bände kommen. Mhm. Wie streckt er das in 12 Bänden? Und du hast mindestens in jedem zweiten Band eine Drehung drin, wo du denkst, okay, jetzt weiß ich, wie er die Geschichte zu Ende erzählt, weil er bringt immer neue Seitenwege, es kommt immer was Neues rein. Es ist schon sehr, sehr vielschichtig, die Geschichte, die er erzählt. Ja, es geht um die Kinder und es geht sozusagen um diese irre Familie, den Familienoberhaupt, der alte Hexe, gestorben ist und jetzt irgendwie ein stinkender, sehr, sehr alter, weißer, ekelhafter Mann, also das riecht man richtig aus dem Buch raus, ja. Sozusagen das
der Anführer der Familie ist. Also es ist schon eine gruselige Familie, diese Goto Family da, die im Wald lebt. Es kommen aber Aspekte noch raus, dass die Jüngeren in der Familie nicht mit allem einverstanden sind, was da passiert. Also es gibt schon Wendungen. Ich werde dann auch zu Ende lesen, weil irgendwie sind da jetzt so viele lose Fäden in der Geschichte drin, dass man das auch wirklich gerne wissen möchte, wie das ausgeht. Und ich finde, es ist wieder ein Beispiel, dass Mangas unglaublich gut erzählen. Also es gibt, nicht alle natürlich, aber es gibt wirklich viele Mangas, die wirklich tolle Geschichten erzählen über viel Bände, über mehrere Bände, und da gehört es auf alle Fälle dazu. Ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch, weil, also im Gegensatz zu Sophia, ist Horror nun wirklich nicht so mein Ding. Ich finde es auch viel mehr ein Krimi. Es ist ein Krimi mit Horrorelementen, aber eigentlich ist es ein wirklich spannender Thriller und meine Leseempfehlung. Ist aber auch ein bisschen eklig zwischendurch. Ja, natürlich. Also die ganze Familie Goto ist extrem eklig. Ja, so typisch so Hinterwäldler-Amerika-Familie eigentlich. Naja, immer, ne? aber schon sehr weit hinter. Also ja, so The Hills Have Eyes mäßig. So. Ja. Das ist ja groß. So, ja. Ein Wort zu Hupen. Hast du sie gefunden? Nein, die Szenen, kommen erst in Band 2 oder 3, glaube ich. Ah, okay. Wenn ein Ehemann zu seiner Ehefrau in einer Szene, die deren Ehe- oder Familienleben darstellt, die schöne Form der Brüste seiner Frau anmerkt und sagt, er kuschelt sich da gerne rein oder lehnt sich dran oder so, weiß ich nicht, was daran sexistisch ist. Nee, da war eine davor, die gesagt hat, irgendwie, ich habe dich wegen deinen dicken Brüsten geheiratet oder so. Ich meine nicht das mit dem Kuscheln, das war irgendwie ganz niedlich, aber das andere war... Okay. Aber ich habe die Szene gefunden, wo sie alleine zu Hause ist und glaubt, ein Geräusch zu hören und dann feststellt, dass Fußspuren vor der Tür sind, es geschneit hat und die Tür einen Spalt offen steht. Da sieht man ihre Brüste, weil sie offensichtlich Brüste hat, aber sie ist vollständig angezogen, bis oben zum Hals, hoch mit so einem Pulli zu und noch eine Strickjacke drüber. Also, ja, aber dass sie überhaupt was gefunden hat, was sie anziehen kann, wo die, also das ist ja... Ja, aber ich weiß nicht, das ist doch hier nicht sexistisch vorgeführt, dass hier alle 20 Seiten da sie mit ihren Brüsten durchs Bild läuft. Also auf tausenden von Seiten haben wir eine Szene, wo sie angezogen, gespannt wird, und zwei Szenen, wo ihr Mann irgendwas zu ihr sagt, das kann doch nicht Sexismus-Alarm auslösen. Also die Alarm ist es ja schon mal gar nicht. Es ist mir nur aufgefallen, weil wir halt nichts über die Frau erfahren haben, aber halt direkt als erste Information. Ja, der eine von den Gotos hat eine Beule in der Hose. Hier, sehe ich gerade, geht gar nicht. Sie können das gerne selber lesen und herausfinden und das gerne selber bewerten, wie Sie das einordnen. Das ist jetzt nicht das Schlimmste der Welt. Das macht den Comic, den Manga jetzt auch nicht besser oder schlechter oder so. Es war nur eine Tatsache, die mir aufgefallen ist, die ich gerne noch anschließend an die Ameisenbusengeschichte anhängen wollte. Es gibt sensible Leser und es gibt Alexander. Genau. Wegen des Hupenalarms gibt es jetzt eine 10. Ja, fertig? Jo. Ja. Also 7 ist schon gut. Für dich, Manga. Dass du mehr als ein Band gelesen hast, ist schon völlig ja. Ja, und völliger mehr als Hammer. Zwei Punkte vergibst, also super. Was haben wir jetzt gesehen? 7 und? 8. 8, okay. Hab mich angestrengt.